Ja, hallo meine Lieben, wir sind noch heute am späten Nachmittag jetzt in die Nähe von Phnom Rung gefahren. Hier werden auch so Steine gemacht, die haben hier die Gießform noch liegen, sehe ich gerade. Könnt ihr in aller Ruhe gucken. Das sieht auch sehr schön aus. Er ist am Arbeiten, der junge Mann mit Sonnenbrille. Ah, und da oben ist das Geschäft, da gehen wir jetzt gleich mal hin. Ja, hier ist dann auch so ein fertiges Relief zu bestaunen. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen. Die gießen das hier aus Beton. Ja, und malen es dann an. Hier stehen auch diese, das sind die Formen. Da hinten sind noch mehr Formen. Hier kann ich euch mal zeigen. Dann schauen wir mal weiter. Ja. Hier ist noch mehr zu sehen. Das ist alles so schon in dem Stil von Phnom Rung mit dieser roten Erde oder rote Farbe. Da haben wir gerade die Gussform gesehen. Hallo. 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 Ja, ich gehe mit euch einfach ein bisschen und zeige euch. Er hat da irgendwas im Internet gesehen, das wollte er unbedingt für morgen. Zwar die Grab. Aha, da ziehen wir die Schuhe aus und gehen mal weiter schauen. Hier sind kleinere Figuren. Ein Grün. Ja, mit Rückwand. Leben und Schlafen gehört hier irgendwie zusammen. Rama der Neunte. Und hier weitere Figuren. Ja, der Mann hat direkt wieder einen Ventilator gebracht. Wir haben jetzt momentan noch 39 Grad. Es sind 17 Uhr. Hier draußen liegt noch so ein Teil. Ja. Da liegen noch Verzierungen. Ja, die haben ihre Suppentöpfe dabei. Werden jetzt vielleicht nach Hause gefahren. Ja, ich zeige euch einfach mal ein bisschen noch rum und dann machen wir auch schon gleich wieder Schluss für heute. Dann ist heute mal kurz. Morgen, wie gesagt, die Festivitäten zur Grundsteinlegung oder wie sich das hier nennt. Das wird hier bestimmt ein bisschen anders ablaufen als bei uns. Aber das sehen wir dann. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute. Das war's. Da hinten steht unser Auto. Die haben die Pavillons auf Seite geholt, damit ich nachher durchfahren kann. Also ich muss wirklich sagen, Thailänder sind sehr zuvorkommend. Das sieht so aus wie mein Teil. In diesem Sinne, bis morgen.